Amos, Grom, ständig haben wir es mit Narren zu tun, die vergessen haben, auf wessen Seite sie stehen. Genau deswegen brauchen wir einen neuen imperialen Senat. Jemanden, der diesen Idioten Einhalt gebieten kann. Wir haben einen Krieg zu gewinnen. Offiziere wie Grom brauchen Anweisungen, keine kurze Leine. Es ist gut, vorausschauend zu sein, Sol. Aber vergiss dabei nicht, was um dich herum geschieht. Da wir Zugriff auf das Baradium haben, können wir den Angriff auf die Nadiri-Werft anführen. Wir haben uns im Zavianischen Abyss überrumpeln lassen. Das kommt nicht mehr vor. In nur einem Zug hat uns Captain Carroll vom Wrack in eine wichtige militärische Ressource verwandelt. Sie wird einen Plan haben. Was kommt jetzt wohl? Da bin ich gespannt. Ist so ungewohnt, wenn du normalerweise immer Kabelmäuse hast, aber jetzt hier aufgrund vom Ladevorgang ein kabelgebundenes System. Es ist ungewohnt. Ich find's nervig. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Wir wissen, wo sich die Nadiri-Werft befindet. Und die Overseer ist fast wieder bei voller Stärke. Jetzt ist uns nur noch die Vanguard-Staffel im Weg. Doch sie werden uns nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Nicht nochmal. Admiral Sloan hat einen Plan, die Vanguard-Staffel und andere Streitkräfte von der Nadiri-Werft wegzulocken. Sie hat der Titan-Staffel befohlen, ihren Teil beizutragen. Und du sollst sie anführen. Für diese Mission zumindest. Ich vertraue Admiral Sloans Urteil. Du hast deine Kompetenz oft genug bewiesen. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Es wäre eine Schande, wenn du wie Colonel Grom endest. Es wäre eine Schande, wenn ich dann auch noch so widerwillige Offiziere bekäme, wie eine Captain. Ja, also, wenn irgendwie keiner mehr keine Befehle befolgen will, dann ist eh vorbei. Unsere Baradium-Munition gibt uns genug Feuerkraft, um den Starhawk zu vernichten, aber so einfach ist es nicht. Die Nadiri-Werft wird von einer Rebellenflotte von enormer Größe beschützt. Wir können den Starhawk erst angreifen, wenn der Weg frei ist. Admiral Sloans Strategie ist simpel. Wir locken die republikanische Flotte weg von Nadiri, indem wir zeitgleich mehrere Ziele in der ganzen Galaxis angreifen. Unser Ziel ist Mon Cala. Wir haben nicht genug Piloten für eine offene Schlacht, deswegen werdet ihr schnell zuschlagen müssen. Eure Mission ist es, mit mehreren schnellen Angriffen für Chaos zu sorgen. Euer erstes Ziel sind die Tankkapseln. Schaltet danach die Zivilistentransporter aus und alle Sanitätsfregatten, die sie unterstützen. Das sollte die Aufmerksamkeit der Amboss-Staffel erregen, die Mon Cala verteidigt. Zeigt ihnen, was ihr könnt. Titan 3, ich denke, du bist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Du führst den Angriff an. Schlagt schnell und hart zu. Sie verdienen es. Das ist immer so, diese gegenseitige Aussage, sie verdienen es, weil beide, eigentlich haben nicht beide recht. Der angefangen hat. Es gibt so viele Philosophien dazu. Aber ich sag mal so, wenn du jemanden folterst, weil es dir Spaß macht, also wenn zum Beispiel du eine Folterfamilie bist. Du, dein Bruder, ihr foltert gerne und bringt gern, was weiß ich, Sklaven, Kinder, Frauen, Männer, alles mögliche um. Und dann jemand deinen Bruder tötet, dann ist es halt ein sich gerechtfertigt. Weil, ja, ihr habt angefangen. Das ist dieses... Ja, und dann bist du auf einmal der Böse. Ja, genau. Während Titan Mon Cala angreift, werden zwei weitere Kampftrupps bei Onderon und Gorse zuschlagen, um die Versorgungslinien der Republik zu unterbrechen. Ah, bequem stehen. Berichte über deine Erfolge sind bereits mehrfach auf meinem Schreibtisch gelandet, mit ungewöhnlicher Häufigkeit. Das Lob ist wohlverdient, Admiral. Wenn die Titan-Staffel eine Waffe ist, dann ist unser Neuzugang die Klinge. Genau wie ich es mir erhofft hatte. Dann sieh Mon Cala als einen Test an. Große Talente brauchen noch größere Herausforderungen. Dem stimme ich zu, Admiral Sloan. Und ich freue mich bereits darauf, meinen nächsten Empfehlungsbericht zu verfassen. Ich werde diesmal über die unautorisierte Beschaffung von Colonel Grahams Baradium hinwegsehen. Aber ich hoffe, dass ihr beide etwas aus dieser Begegnung gelernt habt.
Colonel Graham ist effizient. Immerhin konnte er sein Depot erfolgreich verteidigen, ohne seine eigenen Ressourcen aufs Spiel setzen zu müssen. Aber ein imperialer Offizier muss auch Finesse an den Tag legen, um effizient führen zu können. Verstanden, Admiral. Voll und ganz. Das wäre alles. Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte. Eigentlich wird Mon Cala nach Legends Lore unglaublich stark bewacht. Selbst zu Zeiten der neuen Republik. Selbst zu Zeiten der Rebellion war Mon Cala ja auch in offener Rebellion. Und lustigerweise ist ja Battlefront, glaube ich, hat man während Battlefront 2, also dem Originalen, Mon Calamari angegriffen? Ich meine schon. Aber die Story Mon Cala ist eh ein bisschen verwirrend, beziehungsweise ich kenne die nicht. Ich meine nur, dass die in offener Rebellion waren und nach dem, ja, spätestens nach dem Sturz des Imperators war so eine Verteidigungsflotte aus Imperium, konnte das nicht mehr angreifen. Irgendwo habe ich mal was dazu gehört, aber Legends, Kanon, ausgedachte Geschichten. Jeder denkt sich seinen eigenen Teil, weil vielleicht seine Geschichte dann besser ist. Dann auf einmal ändert sich alles. Deshalb finde ich solche Lore-Diskussionen immer bescheuert. Na? Mit anzusehen, wie du an Herausforderungen wächst, Missionen anführst. Das erinnert mich daran, warum ich trotz meines Alters weiterkämpfe. Wie alt bist du denn? Trotz meiner Erschöpfung. Wir sind dem Starhawk einen Schritt näher. Bewahre dir deine Selbstsicherheit, aber lasse dich nicht zu Arroganz verleiten. Jeder von uns ist ersetzbar, aber manche Piloten sind ohnegleichen. Verlieren wir einen guten Anführer oder Loyalisten, hinterlässt das eine Lücke, die nicht jeder füllen kann. Gute Piloten inspirieren nicht nur die unten, sondern auch die oben. Denk daran, wenn du jemals deine eigene Staffel anführst. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Okay. Für diese Mission stehen dir ein Teil Jäger, ein Teil Reaper oder ein Teil Abfangjäger zur Verfügung. Such dir was aus. Ich mag den Teil Abfangjäger, aber ich brauche auf. Ja, Sucherminen. Nee, danke. Ich brauche meine Reparatur. Daran wirst du Spaß haben. Ja. Nee, warte mal, das hier nicht haben. Ja, also. Zurück, dann habe ich die Abwehr, Sprengköpfe, genau. Was haben wir denn noch? Passive Tarnung. Es ist so. Nehmen wir das mal. Beschleunigung, Wendigkeit. Eigentlich finde ich Wendigkeit wichtiger. Ja. Mal gucken. Ich frage mich, ob das der Rumpf sich jetzt auch irgendwas geändert hat. Aber gut. Ach so, hoppala. Was ich sagen wollte. Terror verbreiten kann das Imperium an sich sehr gut. Sie sichern die Transporter an. Leichte Beute.
Treibstoff ist das Blut des Krieges. Ohne Treibstoff keine Schiffe oder Versorgungslinien, nur die unvermeidliche Niederlage. Kann das sein, dass der gar nicht hochgegangen ist? So. Na, ah, hier geht's, glaube ich, einfach nur ein bisschen Chaos stiften. Sollen Sie ruhig kommen. Wir haben genug Feuerkraft für alle. Wir sind nicht hier für einen offenen Schlagabtausch, Von Rack. Zuschlagen und Abflug, okay? Hoppala. Ich wollte noch mal ein bisschen driften üben. Die Amboss-Staffel wurde alarmiert. Feindliche Verstärkung wird jeden Moment eintreffen. Amboss. Perfekt. Kann ich die Führung übernehmen, Guy? Ja. Ich habe eine Rechnung offen. Wird gemacht. Feindliche Sternjäger nähern sich. An die imperialen Eindringlinge. Hier spricht die Amboss-Staffel. Verlasst Mon Cala sofort oder tragt die Konsequenzen. Amboss. Erinnert ihr euch an mich? Ihr hättet es zu Ende bringen sollen. Weißt du, da zeigen mal die Rebellen Menschlichkeit. Ich jetzt auch. Überlegene Ausbildung im Einsatz. Und, hoppala. Komm schon. Ich hier genommen. War ja unsicher. Komm schon. Komm. Ja. Hervorragende Arbeit. Im Übrigen, normalerweise ist es. Du wagst es, mich zu rammen? Mein eigenes Teammitglied. Oh, ein Inflügler. Okay, nee, da sollten wir nicht angreifen. Reparatur wird angefordert. Hilfe. Ich werde als Ziel erfasst. Boing. Ich werde angegriffen. Verteidigt euch, Amboss. Ja, nee, die. Na komm, Unflügler. Ich nehme Schaden. Was haben wir denn da? Haben wir noch einen? Oh, boah, komm, wo ist denn der? Oi. Feindliches Schiff. Anführer der Amboss-Staffel hier. Schickt Verstärkung an meine Position. Nicht schlecht, Titan. Diesen Verlust werden Sie deutlich spüren. Die Laserkanonen sind warm geschossen. Jetzt sind Sie bereit für... Titanstaffel, gehe zum nächsten Ziel. Gehe zum nächsten Ziel? Okay. Abhauen. Ziel vor? Jupp. Ich hab nur nicht das Gefühl, dass ich da gerade drifte, also von da. Hm. Ja, Heiligchen. Ich muss nochmal echt die Mission spielen, wo man lernt zu driften, dann habe ich das hoffentlich wieder. Titan 3,
Diese Transporter sind unser nächstes Ziel. Sieht aus, als wäre die Amboss-Staffel bereits hier. Titan-Staffel, diese Schiffe stehen unter unserem Schutz. Dreht ab oder werdet vernichtet. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, Amboss. Wird euch nicht gefallen. Durchbrecht die Verteidigung der Amboss-Staffel und zerstört die Transporter. Gewiss. Die Transporter fliehen in Richtung der Verteidigung von Mon Cala. Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Ich bewaffne ihn erstmal mit Raketen. Hilfe! Schmutzige Ablenkung. Manche notwendigen Übel wiegen schwerer als andere. Hast du etwa Zweifel? Eine Beobachtung. Projekt Starhawk muss zerstört werden, doch wir sollten den Preis nicht vergessen. Man bringt hier gerade Zivilisten nämlich um. Das werdet ihr büßen, Titan. Versucht euer Glück. Transporter ist erledigt. Die Amboss-Staffel hat Verstärkung gerufen. Sie nähert sich. Ihr habt einen bleibenden Eindruck hinterlassen, Titan. Erledigt diese Transporter oder fliegt zum nächsten Ziel. Deine Entscheidung, Drei. Zivilisten angreifen. Wie tief wird das Imperium noch sinken? Das ist doch edelmütig. Wir machen weiter, wenn du bereit bist. Ja, ich hätte gern das optionale Ziel schon gern. Beseitigt. Diese Schiffe sind noch harmlos. Hier bin ich. Ja, das interessiert, hat das Imperium aber noch nie interessiert. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Wir machen jetzt mal den richtigen Imperialen, von daher. Bin an deiner Seite. Jemand verfolgt mich. Könntet ihr bitte? Na? Blöd ist, das tut mir, also mir persönlich tut das gerade richtig leid, aber das mache ich halt für die Story und fürs Spiel. Solche Dinge könnte ich, glaube ich, naja, denken wir jetzt mal in einem richtigen Entscheidungsspiel könnte ich das nicht übers Herz bringen. Au. Alle Transporter wurden zerstört. Drei ist heute nicht zu stoppen. Machen wir weiter so. Nächstes Ziel steht an. Ja, dass die sich jetzt komischerweise rächen wollen, aber kann ich ja gar nicht verstehen. Bedrohung ausgeschaltet. Weiter geht's. Bitte. Ich brauche HP. Jetzt doch nicht die Ernst auf die Fregatte! Das nächste Ziel ist die Sanitätsfregatte. Eine Sanitätsfregatte? Transportiert die Patienten? Nein, Wachter und Stims. Aber der Verlust von medizinischen Versorgungsgütern ist verheerend in Kriegszeiten. Ich glaube, so langsam regt sich auch hier Widerstand bei unserem Staffelführer. Was meiner Meinung nach genau richtig ist. Aber irgendwie ist die Story schon wieder ein bisschen zu klischeehaft, weil halt das irgendwie meistens passiert. Komm. Ja, ihr solltet ja auch zerstören. Thank you.
Aber da. Nekron B. Widerstand, Rotitan. Die Amboss-Staffel ist in Alarmbereitschaft. Wir sind bereit. Achtung, Faktor B. Die Fregatte nimmt Schaden. Gut, mehr davon. Wir verfolgen Amboss. Sie sind auf dem Weg zu euch. Ich schicke die Koordinaten. Eigentlich wollte ich. Sie haben mir selber Karole geschickt. Ihr Flaggschiff? Amboss hat zu viel Selbstvertrauen. Nein! Zerstört die Sanitätsfregatte oder begebt euch zur Silberkoronet. Die Overseer ist bereits auf dem Weg zu euch. Ah, die kriegen wir noch. Danke. Das war nötig. Die Fregatte wurde zerstört. Ausgezeichnet. Die Silberkoronet ist als nächstes dran. Wow, 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 wow. 7 Kilometer. Ja, läuft. Das sind eine Menge Jäger. Fuck. Geht kein Risiko ein, Titan. Kehrt zum Hangar der Overseer zurück, wenn ihr Reparaturen benötigt. Es ist soweit, Titan. Die Silberkoronet. Der ganze Stolz der Amboss-Staffel. Und unsere Chance, ihnen schwer zuzusetzen. Titan 3. Du führst den Angriff an. Zeig uns, was du drauf hast. Also gut, klein. Flieg voraus. Das war's für dich. Ja, ist klar, ne? Zerstöre die Silber... Ja, klar. Du solltest die Schildgeneratoren der Silberkoronet ausschalten. Die Kiemen an ihrem Rumpf. Die verschwenden unsere Zeit an den Schilden der Silberkoronet. Fliegt unter die Schilde und greift den Rumpf direkt an. Ja, das ist, wow, Schildgenerator. Au. Boah. Das glaube ich gern. Oh, fuck, wie war das so? Und jetzt speeden. Ah, wunderbar. Das geht wirklich. Hilfe, ich flieg genau in die Korvetten rein. Die Silberkoronetten nehmen Schaden. Gebt alles. Ach, jetzt sind die Schilde wieder online. Wo sind denn die Schildgeneratoren? Hä? Sind die nicht? Ja, Kontrollpunkt laden. Ne, die Sache ist die, ich weiß halt, ich greife selten die, Es ist soweit, Titan. Ja. Die Silberkoronet. Ja, ich greife halt. Der ganze Stolz der Amboss-Staffel. Und unsere Chance, ihnen schwer zuzusetzen. Titan 3, du führst den Angriff an. Zeig uns, was du drauf hast. Also gut, 3. Flieg voraus. Yeah. Du solltest die Schildgeneratoren der Silberkoronet ausschalten. Die Kiemen an ihrem Rumpf. Ah, da, die da. Die verschwenden unsere Zeit an den Schilden der Silberkoronet. Fliegt unter die Schilde und greift den Rumpf direkt an. Hilfe! Sie haben mich im Traktor. Ach, komm schon. Ja.
Wo ist denn die? Oh Gott, da. Die Kiemen. Da, die da. Wunderbar. Sie sind überall. Ein Schildgenerator weniger. Machen wir uns an den nächsten. Au. Verdammt, 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 verdammt. Wir setzen ihnen zu. Die Silberkoronetten nehmen Schaden. Gebt alles. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wer habt ihr nicht drauf? Boah. Warte kurz, ich muss nachladen. Ich muss kurz mal aufmunitionieren. Die Silberkoronette sieht ziemlich mitgenommen aus. Weiter so. Hört sich gut an. Oh. Geht das hier? Kann doch in den Hangar. So, kurz mal nachladen. Ja. Auswählen. Einsatz. Jetzt wieder raus. Braucht nur HP. Komm, komm. Die lassen nicht nach. Ach so, verfügbar, okay. Boah. Sie sind nah dran. Schaltet die Silberkoronette aus. Gut. Ein letzter Vorstoß. Schildgenerator aufgeschaltet. Das Imperium hat uns schon zu viel genommen. Das hört auf. Amboss, verteidigt die Koronette. Greif unbeschädigte Abschnitte an. Verteile den Schaden. Okay. Die Schilde der Silberkoronette sind ausgefallen und unsere Teilbomber sind startklar. Lade nach! Titan, gib den Bombern Deckung. Zerstört das Zielerfassungssystem der Silberkoronette. Ja, ich brauche jetzt dringend HP. Ihr Flaggschiff verfügt über mehrere Subsysteme. Finde und zerstöre sie. Was? Halte 10 gerückt? Zielerfassungsdatzweifeln. Okay. 10? Ist das das hier? Schiffssysteme. Ich muss noch nachladen. Oh. Ja, ich bräuchte das jetzt die HP dringend. Eigentlich müsste das Ding eh schon fast zerstört sein. Alle Bomben gezündet. Der äußere Rumpf der Silberkoronette hat schweren Schaden erlitten. Titan 3, du darfst den finalen Angriff einleiten, sobald du bereit bist. Cool. Damit verschwendest du deine Zeit. Die Bomben sprechen den Ruf. Es sind keine Subsysteme übrig, die zerstört werden können. Ja, ich weiß. So. Ach, seht das. Moncala steht wieder auf, mit Hilfe der neuen Republik. Aber ihr, euer Imperator ist tot und euer Imperium fällt auseinander. Nichts kann euch noch retten. Das war's. Die Silberkoronette ist am Ende. Wie schön es brennt. Amboss, an alle übrigen Piloten, zieht euch zurück nach Moncala. Ich wiederhole, zurückziehen. Die Republik wird Moncala mit allen Mitteln verteidigen und Nadiri schutzlos zurücklassen. Ausgezeichnete Arbeit. Unser letztes Ziel liegt voraus. Ja, da haben wir jetzt nicht... Ja, ich bin halt einer leider gestorben. Und die Zeit... Das Blöde ist, wie viel haben wir denn... Wie lange haben wir gebraucht? Ich hätte schon gern dafür die Übersicht. Also anscheinend nicht 13 Minuten. Wahrscheinlich hätten wir das hingekriegt, wenn ich nicht einmal gestorben wäre. Aber gut, weiter geht's.